ist natürlich totaler Quatsch. Halbe Million muss man sich erst einmal zusammensparen können. Und dann bräuchte man die ja jetzt, weil die Kaufkraft verliert ja in den Jahren natürlich an Wert durch die Inflation. Also gehen wir mal davon aus, dass das kaum einer hinkriegt. Aber die Immobilie zumindest. Und damit generieren wir dann irgendwann mal Kapital, weil Autos kosten Geld, haben Wertverlust, hin und her. Ne? Das wissen wir ja, das ist eigentlich mehr ein Fun-Faktor und vielleicht zur Motivation, wenn man damit sich identifizieren kann. Ne? Also für mich ist das immer schon was gewesen. Mein ganzes, ja, seitdem ich einen Führerschein habe, habe ich immer irgendwelche ja, guten, schönen, schnellen Autos gefahren. Ja? Und wie gesagt, die Immobilie ist halt einfach ganz wichtig, dass ihr euch da Gedanken macht. Sucht euch was Gescheites aus. Jetzt ist es momentan so, dass der Zinssatz wirklich niedrig ist. Die Immobilie muss im Verhältnis, ja, zum Mietein, beziehungsweise zu dem, wo ihr Miete zahlen würdet für diese Wohnung, muss das schon passen. Ne? Also das dürfte so nicht mehr wie die 25 Jahre Einnahmen übersteigen. Aber wobei ich sage, das ist natürlich dann schon viel. Man findet schon die ein oder andere, da muss man halt ein wenig noch Hand anlegen. Aber es ist schon ein bisschen, es ist schon möglich. Ne? Man muss sich halt da ein bisschen Mühe geben. Nicht von heute auf morgen, das ist nicht so leicht wie mit dem Auto, das kaufe ich, dann verkaufe ich es wieder oder sonstiges. Ne? Immobilie muss passen, ihr müsst euch dort wohlfühlen können und ihr werdet dann mit der Zeit einfach Kapital generieren können. In dem Fall ist es so, wie ich es vorgerechnet habe, momentan der Zinssatz 270.000 Euro, kosten euch Zinsen 250 Euro im Monat Zinsen. Alles andere ist dann Tilgung. Ne? Also 250 Euro Zinsen. Ich meine, für diese Summe Geld ist das absolut okay. Ne? Muss jeder für sich selber entscheiden. Wie alles andere im Leben auch. Muss es ein M3 sein, hin und her. Bei mir sind es zwei Porsche. Totaler Schwachsinn eigentlich. Kann nur einfach nur einen fahren. Ja? Ich gebe 4 Riesen im Monat für meine Autos aus. Das ist auch verrückt eigentlich. Ne? Ja. Es ist halt einfach mal so, dass man muss Prioritäten setzen. Man muss es sich auch leisten können. Ja, mich hat jetzt neulich mal einer angeschrieben und hat mich für verrückt erklärt. Ich will ja keinen dazu bringen, dass er sich jetzt verschuldet und sich ein M3 kauft. Das müsst ihr schon immer selbst entscheiden. Ihr wisst ja auch, euer Banker gibt euch auch keinen Kredit für ein M3, wenn er weiß, hallo, du kannst keine 300, 400 Euro im Monat generieren. Ja, dann kriegt ihr es gar nicht. Also davon mal abgesehen. Ja, so schaut's aus. Ich bin der absolute Geizhals, gebe 150 für eine GoPro aus, verbrauche aber 4 Riesen im Monat für meine Autos. Das ist irgendwo, manchmal frage ich mich selber. Aber das muss ich ein bisschen ändern jetzt. Der neue Porsche von mir, wo jetzt die Software fertig ist, habe ich schon wieder erzählt, kommt demnächst. Wir machen demnächst ein Video, das Wetter wird jetzt besser. Und dann, das ist schon, was der auf die Straße bringt. Es ist zu kalt, wir haben keinen guten Grip. Aber trotzdem muss ich sagen, der Carrera, der neue, durch den Heckmotor, ne, was der da für Grip auf die Hinterachse erzeugt, das könnt ihr jetzt nicht mit einem M3 oder einem M4 vergleichen. Da ist halt null Grip. Ja? M3, M4, das ist, okay, meiner war leistungsgesteigert. Da ist, hast du Grip null, null. Die ersten 3 Gänge kannst du eigentlich in die Tonne hauen. Ja? Und beim neuen Carrera, der hat so eine geile Technik drin, so einen geilen Grip auf der Hinterachse. Jetzt bei den Temperaturen natürlich nicht, aber wir machen es mal, wenn es ein bisschen wärmer wird, dann mache ich mal ein 0200 Video. Und 100, 200 ist halt echt Wahnsinn. Also was jetzt schon für einen Grip hinkriegen und was für Beschleunigung, das ist brutal. Aber ich will euch nicht zu viel verraten, das kommt das Video, versprochen, mit einer Messung richtig per GPS und da will ich euch dran teilhaben lassen und ja, ich wünsche euch trotzdem eine gute Zeit, so lange, es muss vorwärts gehen, ne? Kein Stillstand, die Zeit rennt, das ist sowieso klar und wir werden immer älter, so jung wie wir jetzt sind, kommen immer zusammen, das kennen wir ja und ich wünsche euch eine schöne Woche. Auch dann dementsprechend ein schönes Wochenende, genießt eure Zeit, habt Spaß und habt immer die Unkosten, die Fixkosten im Blick, dann kann euch nichts passieren. Ich wünsche euch was. Macht's gut, ciao.